4:30. Toller Punktgewinn von Anna Kurz. Mein lieber Mann. Fein gespielt auf den falschen. Die Chance, das Service zu halten. Ja, da ist die Seite offen wie ein Scheunentor. Ja. Wenn man sich erinnert, auch dort wurden von Nagyova immer wieder Stops eingestreut. Sein gutes Mittel, um Rhythmus des Gegners zu unterbrechen. Auch das war so eine Art Versuch, einen kurzen, um sie ans Netz zu holen. Aber dann muss der Passierschlag natürlich besser. Nierenputzer von Kournikova. Feiner Ball von Anna. 40-15. Und da kommt sie wieder ein bisschen. Zupfen der Seiten, das ist auch eine Beruhigung der Nerven, so eine kleine Konzentrationsübung, bevor es dann weitergeht. Zu schwach von Barbara Schett, alle Chancen, der bleibt hier noch. Ja, und er sitzt, und es ist alles wieder. Ah, sie kann's, sie muss nur bolzen, Tennis ist gucken, schauen, Raffinesse. Wohin spiele ich? Wo ist der Gegner? Übrigens auch das Einzige, der bleibt und nicht ein paar Schritte nach vorne geht, um die hohe Kugel, die da erschöpft zurückkommt, abzusagen. Ganz schön. Warum nicht? Das hat schon ein, zwei Mal geklappt. Ja, wieder schön gegen die Lauf. Oh, der war wieder knapp. Schuss von 15 beide. Ja, Fußball also. Hohe Schule.
4 zu 5, jetzt steht es 5 zu 6. 12. Spiel, erster Satz. Anna Konikova muss ihr Service halten, um in diesem Match zu bleiben. Und das wäre eigentlich eine ganz gute Idee von unserem Kameramann, wenn er die nächste Gegnerin der beiden Thomas Perowski gewesen sein, Coach von Barbara Schett. Fünf vier. Toller Schuss von Barbara Konikova. Zwei Matchbälle. Aufschläge hüben wie drüben nicht gerade die großen Vorteilbringer. Lange, lange Bälle und räumt dann ab. Sechs Beide. Durch die Mitte der Einblendung trauen. Und da ist es. Der zweite Satzball passt. Die Einblendung war falsch. Statistik des ersten Durchgangs. Anna Konikova beginnt den zweiten Satz mit dem Service. Macht. Gut gespielt. Aber dramatisch jetzt diese Ballwechsel hier. Und sie kämpft, Jana Konikova, zu einem Break-Festival hier, diese Begegnung dabei. Thank you.
aber Raschet. Als Barbara Schett in dieser Phase gespielt. Oh ja. Wie kommen wir da gegangen ist? Und auch bei dieser. Auch Spieler und Spielerinnen, die machen das, wenn sie auf Asphalt oder Beton spielen oder auf Teppich. Auch das, eines der kleinen Rituale, die Spieler und Spielerinnen so pflegen. Oh la la, von draußen war der dran. Ja, drei Spiele zuvor in diesem zweiten Durchgang und wir sind wieder mal bei Einstand. Schöne Grüße von Gabi Sabatini. Ah, super gespielt. Kompliment. So ganz vertraue ich den Einblendungen nicht, aber zum sechsten Mal Einstand, das könnte tatsächlich hier schon der Fall sein. Ah, Anna. Zum vierten Mal. Vorteil für Barbara Schett, wenn ich mich nicht verzählt habe. Alles hat ein Ende für Barbara Schett. Dieses Matches. Einstand. Riesig von Anna Kronikova. Kompliment. Zwei, drei aus der Sicht von Barbara Schett. Komisch, diese Einblendung. Ich habe da einen Doppelfehler gesehen. Aber wer weiß, was da alles passiert. Genau. Also, kein Doppelfehler.
Rechts, links, rechts. Dann öffnet sie das ganze Feld. Und Anna Kurnikova macht den Punkt. Den macht sie auch. In eine defensive Position brachte. Ja, und auch Thea zu. Ja, ist es denn zu fassen? Habe ich sie vorhin im ersten Satz? Um Gottes Willen. Anna Kurnikova, 2 Punkte vom Match. Gewinn entfernt. Tja, 0:40, 3 Matchbälle. Tut uns ein bisschen leid. Ein ziemlich schmuckloses Ende, das uns hier bevorsteht. Und der ist es. Spielsatz-Sieg Anna Kurnikova. Bald die Faust gewinnt dieses Achtelfinale von Hilton Head Island mit 7-6. 6:4 gegen Barbara Schett. Die Revanche, die ist ihr gelungen. Also, da sehen Sie, wie es weitergeht. Morgen sind wir wieder hier in Hilton Head Island.